Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir befinden uns mit unserem Schurken Millimack schon wieder in Angmar, schon wieder neben Gwasrin oder wie auch immer man ihn ansprechen mag. Er möchte schon wieder, dass wir irgendwie hier in Khan Doom nach Laerdan haben wir nun inzwischen gefunden. Wir sollen jetzt nach Nahuil suchen und deswegen sollen wir mal mit ihm sprechen. Was kann ich für euch tun? Millimack, ihr seid früher als erwartet zurück. Glaubt mir, das finde ich auch. Obwohl ich nie an eurer Rückkehr gezweifelt habe. Danke. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Der Name Barad Dur'Gul ist mir nicht unbekannt. Es war einer der Orte, den meine Kundschafter zuerst beobachteten. Zunächst schien er von großen, steinernen Wächtern bewacht zu sein. Doch dem war nicht so. Sind die steinernen Wächter doch stumm und haben keine Macht über Freund oder Feind. Ihr solltet mehr über diese Steine in Erfahrung bringen, denn ich glaube, der Feind will uns in eine Falle locken. Ähnlich wie bei der Ramas Deluon. Das war ja am Anfang von Angmar, da gibt es ja auch diese steinernen Wächter. Und wenn man an denen vorbeigehen will, ohne irgendein aufgeladenes steinernes Herz mit sich rumzutragen, dann krepiert man halt dabei. Zweifellos warten die Torwächter der Angmarim vor Barad Dur'Gul auf unseren Angriff, um dann hinter uns die Tore zuzuschlagen. Bringt in Erfahrung, was ihr nur könnt und kehrt dann hierher zu mir zurück. Beschafft Befehle von steinernen Wächtern. Na klassi. Das heißt, ich darf hier mal wieder reinmarschieren. Guck mal kurz. Nee, ich wollte hier gucken. Hat er mir nochmal so ein... Nee, der hat mir leider nicht nochmal so ein tolles Ding gegeben. Beim letzten Mal hat er mir diesen Elbenstein gegeben, dass ich, ein bisschen Inspiration bekomme. Aber wenn das so ist, dann mache ich mich eben gleich unsichtbar. Und dann schleichen wir hier wieder rein. Dann gucken wir mal, wo sind die denn? Wie weit sind die denn weg? 600 Meter. Schaffe ich. Ach, guck. Ein echter. Der macht das hier möglicherweise auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich hier zum Zeitvertreib und freiwillig rumdrückt. So schön ist es dann auch wieder nicht. Aber momentan wie ausgestorben. Es kann natürlich daran liegen, dass er hier die ganzen Feinde besiegt hat. Ja. Geht's hier durch? Eisernes Tor. Voraussetzungsschlüssel zu den Toren von... Ah! What? Jetzt kann ich hier auf einmal nicht mehr durch. Ich habe keine Ahnung. Ist das, die dicken Dinger sind das ja nicht. Komme ich denn nur da durch? Ich habe doch die Schlüssel von Khan Doom. Verstehe ich nicht. Hier ist noch jemand unsichtbar oder hat mich jemand bemerkt? Das ist alles sehr seltsam. Kann ich ja eine Weile suchen, bis ich sowas finde. Ich bin mittendrin. Ich muss da durch, aber ich kann nicht. Ich komme nicht durch. Mann, dieser Typ. Okay, also nochmal. Vielleicht ist es ja doch was anderes. Die Torwächter der Angmarim zu besiegen. Ja, dann sag doch auch Torwächter. Warum steht denn hier steinerner Wächter? Sag doch Torwächter dazu. Also was kann ich ja echt nicht leiden.
Also wir sind die ganze Zeit vollkommen richtig. Hier, wir müssen so einen töten. Na also. Na toll, das war ja total einfach eigentlich. Mach dich mal schön wieder unsichtbar. Geht nicht. Ach so, weil ich immer noch hier Schaden... Also, wenn man Schaden kriegt, dann kann man sich nicht unsichtbar machen. Damit soll wahrscheinlich verhindert werden, dass man sich mitten im Kampf unsichtbar macht. Okay, dann gehe ich jetzt hier wieder raus. Das war ja, wäre ja viel einfacher gewesen, als ich es mir gemacht habe. So, da bin ich wieder. Geben wir doch mal die Befehle ab. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Diese Nachricht erfüllt mich mit Hoffnung, denn sollte sie wahr sein, so haben wir in der Tat den Ort gefunden, an dem sich der Ring Narchuil befindet. Wenn Elrond, der Halbelb, glaubt, dass ihr den Ring beschaffen sollte, dann werde ich ihm nicht widersprechen. Ja, ja, weil du es dann nicht machen musst. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Barad-dûr-Ghul wartet. Wenn wir Narchuil dem Feind entreißen wollen, werden wir mehr als nur euren Mut brauchen. Ihr werdet Verbündete um euch scharen müssen, wenn ihr jene Festung angreifen wollt. Ich werde Narucham oder so vorschicken, um den Weg auszukundschaften. Ihr solltet zu ihm stoßen, sobald ihr in Barad-dûr-Ghul eingedrungen seid. Wenn ihr zum Abmarsch bereit seid, meldet euch wieder bei mir. Diese Aufgabe ist Gefährtengruppe und Inspiration, große Herausforderung, beschafft Narchuil. Sieht ja so aus, als ob wir jetzt vielleicht wirklich den Ring bekommen. Was kann ich für euch tun? Seid ihr bereit, Barad-dûr-Ghul zu betreten? Zweifellos laufen wir geradewegs in eine Falle. Super. Aber wir müssen Narchuil wieder beschaffen, so es in unserer Macht steht. Im Hause Elronds, von grausamen Träumen gequält, offenbart Lerdan im Schlaf, dass sich Amarthils Ring Narchuil in der Feste Barad-dûr-Ghul befindet. Tja, na dann. So, tun wir uns alles an, was wir nun machen können. Okay, dann wollen wir mal. Ich will eigentlich gar nicht. Aber es bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Okay, so der hier. Überraschung. Sollten wir hier drin nicht irgendwie einen treffen? Oh, mit Hund. Der hat ein geiles Schwert in der Hand. Jetzt nicht mehr. Und der Hund ist auch weg. Was war denn das für ein Trick? Okay, so, wo geht's denn als nächstes lang? Noch höher, nehme ich mal an. Oh, jetzt kommen sie alle. Ob ich das so gut finde, ich weiß ja nicht. Oh.
Sehr schön. Dich nehme ich auch noch mit. Sonst noch einer hier? Nö, ne? Okay. Der Hundemeister. Hundeausbilder. Cool. Die alle verschwinden, wenn er tot ist? Wahrscheinlich nicht. Nur der hier. Der hellblaue. Genau. Das sind doch eindeutig keine Hunde. Das sind doch diese Barges. So. Oh, euch hat man gar nicht auf der Minimap gesehen. Ganz schön viel Furcht, was die mir hier auferlegen. So, gehen wir mal kurz hier raus aus dem Zeug. Okay. So, dann stehen ja hier oben gleich wieder so viele. Komm mal hierher. Wenn ich in deiner Suppe stehen. Okay. Der nächste. Ja, es macht immer Sinn, diesen Hundeausbilder zu töten, weil der Hund verschwindet dann sowieso. Was haben wir hier? Neue Tat. Ich habe irgendwas. Ah, die letzte Seite gefunden. Ja, cool. Wen haben wir hier? Negoelogon. Mhm. Und 10 Lotro-Punkte. Wuhu. Hallo, Geologe oder wie du heißt. Ah, die übrigen Grünschnäbel sind eingetroffen. Meine Herren wird erfreut sein. Ich will hier nicht drin stehen. Wenn ihr eure Köpfe und nachdem ihr mit euch fertig geworden bin, wird meine Suche nicht mehr behindert werden. Kommt nur. Nee, ich will da nicht runter. Ihr könnt euch diesen törichten Feigling anschließen, der wagt, Barad-dûr-Ghul einzudringen. Mir wäre es recht, du kämest. Dann muss ich nämlich nicht da unten im Feuer stehen. Nächste? Du kriegst erstmal das. Habe ich dir ein Zeichen aufgelegt. Dann nehme ich dir deine Verderbtheit. Was auch immer das bringt. Sehr schön, wieder betäubt. Das Spiel können wir gerne so weiterspielen. Je betäubter, desto besser. Oh, da ist ein Geist da hinten. Seht ihr? Ja, ja, brüll du nur. Geologe wurde besiegt. Abgeschlossene Instanzwaffen des Feindes. Hinten hat sich ein Türlein aufgetan. Oh. Wer bist denn du? Nachum. Narucham. Ja, ich nehme lieber das hier. Gefällt mir besser. Juhu, Nachum. Eine Hälfte. Ihr habt Narucham gefunden und es scheint... Musste ich den suchen oder was? Und es scheint, als wäre er schon seit geraumer Zeit tot. Ihr solltet ihm angemessen bestatten und danach zu Gwasshirn zurückkehren. Ja, hier oben, an diesem felsgemauerten Turm. Oh, kein Film. Das ist ja doof.
Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dies ist ein Tag der Trauer für mich, Millimack. Wie viele meiner Brüder und Schwestern müssen noch sterben, ehe es endlich vorbei ist? Es ist leicht, den Mut zu verlieren, doch seid guten Mutes. Denn heute haben wir dem Feind etwas sehr Mächtiges entrissen, Entschuldigung. Auch wenn es nicht das ist, was wir suchten. Eigentlich schon, aber es ist nur die Hälfte davon. So, die könnte ich jetzt nehmen. Und das hier. Ja, komm, wir nehmen mal das hier. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ihr dürft nicht lange hier verweilen, obwohl mir eure Anwesenheit Trost gibt. Besitzt ihr doch etwas, das die Weisen als Bürde auf mich nehmen würden müssen. Eilt nach Bruchtheim, Millimack, und vergesst in eurer Geschichte nicht Narchoam, denn dank seiner Taten gebührt ihm ein Platz unter den Tapferen in diesen finsteren Zeiten. Schnell, Elrond muss von Narchoils Schicksal erfahren. Wenn er diese Aufgabe annimmt, dann reist er automatisch nach Bruchtal. Kann ich das jetzt schon wählen? Vitalität, Wille, Schicksal. Macht Vitalität, Beweglichkeit. Na, dann nehme ich den oberen, den Exquisiten. Ja, also, beim letzten Mal hat es aber auch noch bis in die Bibliothek gereicht. Jetzt muss ich da selber hinlatschen. Na gut. Wir sehen uns gleich bei Elrond. Und da steht er auch nach wie vor an seinem kleinen Tisch in der Bibliothek. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Narchoil ist also zerbrochen worden. Das sind in der Tat seltsame Neuigkeiten. Ich habe also recht daran getan, zu bezweifeln, dass der Feind seine volle Stärke wiedergewonnen hat. Doch dies ist etwas, was dem Rat bislang nicht besprochen wurde. Kurz vor eurer Ankunft erwachte Laerdan aus seinen finsteren Träumen. Er muss deswegen befragt werden, denn sicher wusste er etwas darüber. Er hat den Ring Narchoil und Amartiels Taten intensiver studiert als irgendjemand sonst unter den Weisen. Ein Rat der Elbenfürsten muss einberufen und das Verderben verkündet werden, denn wir müssen entscheiden, was mit dem Ring Narchoil geschehen soll. Sprecht mit Elrond und an dem von ihm einberufenen Ratssitzung teilzunehmen. Okay, das ist, glaube ich, eine sehr friedliche Instanz. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Seid ihr dann soweit, Millimack? Ich werde die Elbenfürsten zusammenrufen und der Rat wird seine Sitzung aufnehmen. Hätten wir doch nur die Weisheit des Herrn Celeborn und der Herrin Galadriel zu unserer Verfügung. Tja. Elrond, der Halbelb, hat den Rat zusammengerufen, um über das Schicksal von Amartils Ring Narchoil zu entscheiden. Und um Lerdan über seinen früheren Kerkermeister zu befragen. Er tretet vor, Millimack, das betrifft euch auch. Laerdan, ihr werdet nun über euer Tun und Zusammenhang mit Narchoil Rechtschaffenheit ablegen. Ihr würdet mich also zwingen, die Geschichte zu erzählen. Ich dachte, dass mir dies erspart bliebe. Doch es spielt keine Rolle, denn der Ring Narchoil wird niemals wieder zusammengefügt werden. Warum nicht? Ihr seid hier unter Freunden, Laerdan, und wir müssen die ganze Wahrheit erfahren. Wohlan denn, Herr Elrond. Ich habe Amartil vor den gefallenen Toren von Fornost den Ring genommen. In meiner Eile zerbrach ich ihn auf dem Amboss Dringond, der mächtigsten Schmiede der Dúnedain. Zerbrochen, doch nicht zerstört. Doch das Zerbrechen des Rings änderte nichts an der Boshaftigkeit, die ihm innewohnt. Ich floh mit Namenletten nach Sithat, doch der Ring hatte noch immer Macht über sie. Ehe sie geheilt werden konnte, wurde sie vom Feind entdeckt. Mordirith brachte sie nach Khandum zurück, doch die beiden Hälften von Narchoil blieben verschwunden. Wie hat der Feind denn diese Hälfte des Ringes an sich bringen können? Gute Frage. Lange währte meine Folter in Sammers Baul und schließlich gab ich preis, was sie wissen wollten. Ich verriet ihnen, dass die Ringhälften lange Jahre in Bar-e-Ter hier verborgen war. Und wo ist nun die andere Hälfte des Rings?
Er war in der Obhut von Aeril, einem mächtigen Schiffbauer von Kirdan. Unglücklicherweise ließ er bei der Rettung von Avedui sein Leben. Die Ringhälfte, die er bei sich trug, ist nun im eisigen Wasser des Nordens verloren. Glaubst du? Wenn ich den Ring doch nur nicht zerbrochen hätte. Wäre der Ring noch ganz, könnte ich seine Macht dazu benutzen, meine Namele zu heilen. Naja, vor allem hätte der Feind dann den ganzen Ring gehabt. Laerda, mein Freund, sucht nicht nach dem Ring, Nachuil. Denn er kann euren Kummer nicht schmälern. Namelet wird niemals frei von dem Bösen sein, das sie verzehrt. Stimmt nicht. Und was wisst ihr schon über das Leid? Viel zu lange schon sitzt ihr hier in eurem Prunk. Das hat euch verweichlicht. Seid ihr zufrieden damit, dem Niedergang ganz Eriadors zuzusehen? Ich bin es nicht. Hiermit leiste ich diesen Schwur, dass ich nicht ruhen werde, bis meine Namelet wieder bei mir ist. Das schwöre ich im Namen von Elbereth. Wenn Elrond der Halbelb mir seine Hilfe verweigert, muss ich mich auf den Eignell und Ningarch verlassen, was auch immer das ist. Herr Elrond, gestattet ihr das? Laerdan ist ein Gast und kein Gefangener. Dennoch beunruhigt mich seine Worte. Ich fürchte, dass sein Schwur nur zu noch mehr Kummer führen wird. Ich frage mich, was er noch alles unter der Folter gestanden hatte. Tja, wer weiß. Der Rat kann ohne Laerda nicht fortfahren. Ich werde in meiner Bibliothek unter vier Augen mit euch sprechen, Melimak. Elrond der Halbelb sandte Boten nach Evendim, um in Erfahrung zu bringen, was mit Lerdan geschah. Die Suche führte von Anuminas nach Samad-Baul in Angmar. Dort schließlich wurde Lerdan gerettet und das Wissen über den Ring Nar-Juil wuchs. Amarthils Heerscharen marschieren nun in die Eiswüsten von Forochel und die Helden der freien Völker müssen ihnen folgen. Also auch wir. Hoffnung ist nicht vergeblich. Ich mache mir Sorgen, Millimak. Nicht nur um Nachuels Schicksal, sondern auch um Laerdan. Er hat viel Leid erdulden müssen, doch dank seines Mutes konnte der Feind Nachuel nicht wieder an sich bringen und deswegen hat sich Laerdan den Zorn des Feindes zugezogen. Doch das entschuldigt nicht seine Worte vor dem Rat und was er getan hat, beunruhigt mich. Wut lodert in ihm und ich habe noch nicht vor, eine neue Ratssitzung anzuberaumen. Kehrt zu mir zurück, wenn sich sein Blut wieder abgekühlt hat. Und es ziemt sich, dass derjenige, der ihm die Freiheit geschenkt hat, auch sein Abgesandter sein soll. So, ich wollte den hier haben, ne? Macht, Vitalität, Beweglichkeit. Brauche ich eher als Wille und Schicksal. So, wo ist denn das schmucke Stück? Das Schmuckstück. Yeah, und damit haben wir gut hier in Bruchtal über 4000 Moral. Man kriegt hier ja einen Buff. Werdet ihr uns ein weiteres Mal eure Hilfe gewähren? Ja, das ist jetzt Buch 13. Ich hatte ja gesagt, Band 1, also der Schatten von Angmar, ja, nicht irgendeine Erweiterung, sondern das eigentliche Grundspiel, hat insgesamt 15 Bücher. Das heißt, wir haben noch die 13, die 14, die 15 vor uns. Einmal geht's nach Forochel, das ist jetzt. Einmal geht's auf jeden Fall noch nach Eregion. Das ist, glaube ich, der letzte Schritt. Wir wollen das hier noch vorlesen, dann ist aber die Folge an der Stelle auch wieder zu Ende. Ich muss dringend mal zum Schmiedemeister und mein Schurkenwerkzeug neu schmieden lassen.
Medimag, die letzten Tage waren beunruhigend. Der Rat über Nachuil verlief nicht so, wie ich es gehofft hatte. Und doch will ich Laerda nicht die Suche verweigern, die ihm so am Herzen liegt. Ich fürchte jedoch, dass er Bruchtal überstürzt verlassen könnte. Würdet ihr so gut sein und mit ihm sprechen? Findet heraus, was er vorhat und zu welchem Zweck. Ich glaube nicht, dass Namelest je zurückgeholt werden kann, denn ihre Sinne sind von einer dunklen Macht beherrscht. Ich spüre den Einfluss der Macht, die größer ist als die eines einzelnen kleinen Ringes. Ihr findet Laerdan in seinem Quartier im Erdgeschoss meines Hauses. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, wird Laerdan bei seinen Plänen mehr Vorsicht walten lassen. Sprecht mit Laerdan. Ja, das aber machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge, denn für diese Folge ist dann auch schon wieder Schluss. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.